Ja, und auch ganz frisch und aktuell haben sich geäußert die Ausschussmitglieder des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses heute. Und wir wollen hören, was sie zu sagen haben. Nach der Vernehmung des Herrn Bundeskanzlers heute, die er eben als kurze Vernehmung bezeichnet hat, können wir festhalten, ja, ist klar, dass das kurz war. Er hatte wieder Erinnerungslücke nach Erinnerungslücke nach Erinnerungslücke. Auf den Fragenkatalog, der vorbereitet war, hat er die ersten Fragen praktisch durchgängig mit Erinnerungslücken beantwortet. Und das ist tief enttäuschend. Heute hat Olaf Scholz nicht zur Aufklärung in diesem Fall beigetragen. Es bleiben damit all die Themen auf dem Tisch, ungeklärt die Einflussnahme, die hier in Hamburg stattgefunden hat, indem zunächst die Betriebsprüfung die Steuermillionen aus Cum-Ex-Geschäften zurückverlangen wollte und hinterher die Freie und Hansestadt Hamburg unter dem Bürgermeister Olaf Scholz und unter dem Finanzsenator Peter Tschentscher dieses Geld hat in die Verjährung laufen lassen. Ungeklärt. Der Bundeskanzler hat sich heute im Grunde verweigert, an der Aufklärung mitzuwirken. Wir werden jetzt das Ergebnis weiter würdigen und dann als CDU-Fraktion auch in der nächsten Bürgerschaftssitzung beantragen, den Gegenstand des Untersuchungsausschusses zu erweitern, auch auf Geschäfte der HSH Nordbank, auch auf sämtliche Finanzarbitragegeschäfte, Cum-Cum, Cum-Ex, Cum, was es auch immer noch gibt, damit uns sämtliche Informationen vorgelegt werden. Diese werden wir auswerten, auch die Informationen, die wir von der Staatsanwaltschaft bekommen. Und dann werden wir daraus die nächsten Schritte ableiten. Herzlichen Dank. Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Bundeskanzler hat heute zum zweiten Mal dem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss als Zeuge zur Verfügung gestanden. Und er hat noch einmal das ausgesagt, was er auch beim ersten Mal schon ausgiebig erklärt hat. Er hat keine politische Einflussnahme auf den Steuerfall Warburg ausgeübt. Das entspricht im Übrigen auch den Zeugenaussagen von über 50 Personen, die wir hier gehört haben, die allesamt bestätigt haben, dass es keine Einflussnahme der Politik im Steuerfall Warburg gegeben hat. Gestützt wird das Ganze von Aussagen des damals zuständigen Staatsanwalts der Staatsanwaltschaft Köln, der gesagt hat, er sei mit der Entscheidung der Finanzverwaltung Hamburg, die Steuern zunächst nicht zurückzufordern, absolut d'accord und einverstanden. Und gestützt wird das Ganze auch durch die Aussage eines Beamten, der bei einem der Treffen des damaligen Bürgermeisters und jetzigen Bundeskanzlers mit einem der Banker dabei war, der gesagt hat, er hat nichts versprochen und der Bürgermeister hat Cum-Ex-Geschäfte als eindeutig illegal gekennzeichnet. Punkt. Ich finde, dass es jetzt an der Zeit ist, dass den Zeuginnen und Zeugen und den Fakten, die wir ermittelt haben, Respekt gezollt wird. Der Vorwurf einer politischen Einflussnahme auf das Steuerverfahren Warburg kann nicht mehr aufrechterhalten werden. Alles andere ist Aufgabe der Gerichte, festzustellen, wer sich strafbar gemacht hat, in allen Cum-Ex-Fällen, die es in anderen Bundesländern im Übrigen auch gegeben hat. Dieser Auftritt heute des Bundeskanzlers hat auch die letzten Zweifel beseitigt. Und wenn mir der Kommentar erlaubt sein soll, ich denke, dass jetzt auch die Fakten sprechen müssen. Danke. Ja, vielen Dank. Sie können sich vorstellen, dass ich eine andere Einschätzung dieser Situation habe. Ich finde, der Bundeskanzler hat sich heute nicht als fähig gewiesen, den Auftrag, den wir als Parlamentarischen Untersuchungsausschuss gegenwärtig haben, in irgendeiner Form zu helfen. Es ist erschreckend, wenn man sich an diese wichtigen Treffen, die es dort gegeben hat, nicht erinnern kann. Und dementsprechend ist es für unsere Aufklärung auch keine Leistung, die er in irgendeiner Form dort hervorgebracht hat. Für uns ist es auch unglaubwürdig, weil er gleichzeitig sich natürlich an ein bisschen andere Sachen viel besser mal erinnern kann. Und noch einmal der Fakt, eine Bank tritt auf und sagt, 1500 Arbeitsplätze, wenn die Finanzverwaltung sich durchsetzt, sind in dieser Stadt gefährdet und der Bundeskanzler kann sich nicht daran erinnern. Das finde ich eine erschreckende Situation. Von daher finde ich es zweitens frech von ihm zu sagen, den wichtigen Untersuchungsauftrag, den wir haben, warum in Hamburg bestimmte Geschäfte viel schlechter gelaufen sind und die Finanzverwaltung zumindest geschlafen hat, aber zumindest große Defizite aufzuweisen hatte, dass wir diese Sache gegenwärtig verfolgen, sorgfältig aufarbeiten und dementsprechend vom Bundeskanzler keine Hinweise verlangen und erwarten, dass er sagt, wir sollten jetzt mal schnell beenden und vor allen Dingen ihn freisprechen davon.
Er hat, und das finde ich den dritten wichtigen Punkt, die Verantwortung sehr stark auf den jetzigen Bürgermeister gelenkt und hat gesagt, er hat keine Verantwortung, er hat keinen Einfluss gemacht, aber er hat das wichtige Schreiben an Herrn Finanzsenator gegeben, hat gesagt, ja, Sie machen mal das Richtige damit. Auch das wird in den nächsten wichtigen Sitzungen nochmal nachzuvollziehen und zu kontrollieren sein. Vielen Dank.